Derzeit wäre mein bester Tipp für die Suche eine der alten Vaults in der Gegend. Ich markiere die Vaults auf ihrer Karte. Viel Glück. Oh, jetzt wird es aber interessant hier. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Fallout New Vegas. Ich glaube, wir sind tatsächlich richtig. Ja, der Bunker mit dem Baumstamm drauf ist der Bruderschaftsbunker. Das muss ich mir merken. Auf Anhieb den richtigen gefunden. Das ist wirklich oft gar nicht so leicht. Bei den ganzen vielen Eingängen. So. Wir haben jetzt die drei Ritter in der letzten Folge, die drei Kundschafter, die losgeschickt wurden, kontaktiert, haben deren Berichte entgegengenommen und bringen die jetzt zurück zum Ältesten. Wow, ich dachte schon, die kommt und sagt, ich habe gehört, sie helfen den Leuten hier in der Gegend. Hier haben sie einen Schnitzel. Leider nicht. Dim, 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 dim. Ich hab mich verlaufen. Oh Mann. Ah ja, sehr gut. Jedes Mal wieder ist es reiner Zufall, dass ich bei dir lande. Hallo. Haben Sie schon Glück beim Finden der Kundschafter gehabt? Oder wollten Sie über etwas anderes sprechen? Hier sind alle Berichte aller Kundschafter. Ever. Gut, schauen wir mal rein. Wenn ich das richtig deute, dann scheint die RNK die Region nicht so fest im Griff zu haben wie gedacht. Ich werde mir das im Detail anschauen müssen, aber diese Berichte geben mir einiges zu überdenken. Danke, Außenseiter. Sie sind zu jemandem geworden, auf den ich zählen kann. Daher kann ich wohl etwas Vertraulicheres mit Ihnen besprechen. Okay, ja. Was sagen Sie einfach? Sprechen Sie weiter. Unser Gerät, mit dem wir oben die Sandstürme erzeugen und so unser Betreten und Verlassen des Bunkers tarnen, war nur für Notfälle gedacht. Es war nie dafür gedacht, regelmäßig verwendet zu werden, und die anderen Systeme hier lassen diesen Einsatz auch nicht mehr zu. Insbesondere die Luftfilter können den Mengen an Sand und Staub, denen sie in den letzten Jahren ausgesetzt waren, nicht länger standhalten. Daher fällt das System aus, wenn auch nur nach und nach. Mir wurde gesagt, dass nur noch wenige Monate bleiben, bis es sich ganz abschaltet. Sollte das passieren, wird es schnell unmöglich werden, im Bunker zu atmen, und die Luftqualität wird jetzt schon kontinuierlich schlechter. Ich möchte, dass Sie Komponenten finden, um die Luftfilter des Bunkers zu reparieren. Die Bedeutung dieser Aufgabe kann ich gar nicht überbetonen. Oberritter Lorenzo hat weitere Informationen. Er ist derjenige, der mich darauf aufmerksam machte, und er ist der einzige andere hier, der davon weiß. Aha. Okay, dann gehen wir mal zu Oberritter Lorenzo. Wegen der Luftfilteranlage. Das klingt eher nach einem Job für einen Mechaniker und nicht für mich. Hallo. Hallo. Wobei unser Mechanik-Skill ja auch gar nicht schlecht ist. Lorenzo, bist du hier? Einer von euch muss Lorenzo. Du bist Lorenzo. Schön, Sie wiederzusehen. Was kann ich für Sie tun? Gar nichts, aber ich kann vielleicht was für dich tun. Es geht um diese Luftfiltersysteme. Der Älteste hat gesagt, du hast da irgendein Problem. Dann habe ich Sie jetzt auch noch auf dem Gewissen. Toll. Geben Sie mir einfach die Details. Ich krieg das schon hin. Um das System am Laufen zu halten, brauche ich eine Differentialdrucksteuerung, einen Reverse-Pulsreiniger und mehrere HEPA-Filterkartuschen. Derzeit wäre mein bester Tipp für die Suche eine der alten Vaults in der Gegend. Diese Vaults ähnelten in der Bauweise diesem Militärbunker. Teilweise wurden sogar dieselben Baufirmen beauftragt. Ich markiere die Vaults auf Ihrer Karte. Viel Glück! Oh, jetzt wird es aber interessant Scheint, hier. Scheint, als wäre Mr. House aus dem Spiel. Ein Problem weniger für uns. Ein Problem weniger. Die alten Vaults hier in der Gegend. Oh yeah, jetzt wird's spannend. Vault Time. Ich glaube, ich laufe verkehrt. Ja. Nein, da lang. Ach Mann.
muss das so groß sein? Und muss vor allem der Chef ganz hinten am Ende des Bunkers sitzen, dass man so richtig durch alles einmal durchlaufen muss? Und das mit meinem Orientierungssinn. Ich will gar nicht wissen, wie viel Bonuskilometer ich hier drin schon gelaufen bin, die ich mir hätte sparen können, wenn ich den Weg wissen würde. Und dann immer auch noch mit mehreren Zielmarkern auf der Karte. Für die ultimative Verwirrung. Raus in die Natur, ab in die frische Luft mit uns. Ah, herrlich. Ach so, wir sind noch gar nicht richtig draußen. Ja. Herrlich. Was denn der Tarnsystem des Nachts immer an sein sollte? Komisch, oder? So, Vault 11 und Vault 22. Andere haben wir nicht markiert hier. Okay. Ungewöhnlich. Ich glaube fast, dass da entweder Boulder City oder die verlassene Hütte die besten Anlaufstellen sind. Gehen wir mal nach Boulder City. Ah, Feinde in der Nähe. Dann gehen wir halt weg. So, gut. Ah ja, und jetzt ziemlich geradewegs nach Westen. Das ist der richtige Marker. Und dann betreten wir Vault 11. Cool. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Waren wir schon mal im Bighorn Saloon? Ich bin mir fast sicher, dass wir hier schon mal waren. Aber wir sollten vielleicht nochmal kurz reinschauen. Weil ich kann mich nicht mehr erinnern. Was wollen Sie denn hier? Schauen, ob hier wichtige Leute mit Namen sind, mit denen man reden könnte. Erstaunlich, dass die Kahne nach der ganzen Sache hier noch rauskommen. Wo kommt der Beton her? Wo kommt der her? Ich habe keine Ahnung, von was unser Charakter redet. Wo kommt der Beton her? Der meiste Kalkstein kommt aus Quarry Junction im Westen. Es gab allerdings vor einer Weile einige Lieferschwierigkeiten wegen ein paar Todeskrallen. Ich habe gehört, dass so ein knallharter Ödländer die Todeskrallen erledigt haben soll. Und seitdem kommt auch wieder regelmäßig Kalkstein. Yeah. Die Züge laufen zwar noch nicht wieder, glaube ich, aber die meisten Arbeiter aus der Betonfabrik sind zurück. Das ist gut fürs Geschäft. Yeah. Kommen Sie bald wieder. Okay. Na gut, ich wollte nur mal Hallo sagen. Gehen wir wieder. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Dass hier auch wirklich alles erledigt ist. Dann weiter Richtung Westen. www.westen.wwe. Oh, da wurde mir gerade eine neutrale Person ganz kurz angezeigt. Aber nur ganz kurz. Vielleicht einer meiner Begleiter. Idi ist vielleicht kurz über mich drüber geflogen oder so. Das kann sein. Ich muss mal die Karte noch mal genauer angucken. Nein, Hilfe. Naja, es sieht so aus, als könnte man geradewegs hingehen. Ansonsten muss man vielleicht hier oben durch so einen Tunnel oder so. Vielleicht. Mal schauen. Gehen wir mal da hinten hin. Als erstes eine Ameise. Ich hätte vielleicht Munition noch irgendwie besorgen sollen. Ach, wir finden schon was. Wir nehmen einfach das, was wir in der Vault finden. Irgendwas finden wir in der Vault schon. Und ich meine, zur Not haben wir immer noch 60 Schuss für die Pistole hier. Wobei die schon sehr kaputt ist. Ah, das Gewehr kann ich jetzt zum Beispiel mit der Maschinenpistole reparieren. Das will ich natürlich absolut nicht. Aber das ist jetzt dank dem Perk, dass wir ähnliche Sachen reparieren können. Jetzt decken wir den Bunker 11 mal auf.
wenn wir den dann als Schnellreiseziel haben, können wir immer noch nochmal schnell zurück und uns neu ausrüsten. Auch vielleicht das Inventar ausleeren, weil wir so schwer sind. So eine Vault ist halt doch auch ein Lootbecken. Hä? Ein Lootbecken? Ja, ein Lootbecken. Habe ich gerade erfunden, den Ausdruck. Finde ich gut. Stimmt's, Boon? Boon findet's auch gut. Und wenn Boon das gut findet, dann ist das gut. Boon hat nämlich immer recht. Ach, haben wir die schon gefunden? Hier ist der Eingang. Cool. Aber, wie gesagt, gehen wir jetzt noch nicht rein, weil wir sind voll bepackt mit tollen Sachen, die das Inventar viel schwerer machen. Deswegen gehen wir mal nach... Keine Ahnung. Strip. Strip Nordtor. Ich bin mir immer nicht sicher, was der beste Punkt ist. Aber das ist... Strip Nordtor ist, glaube ich, so ziemlich der beste Teleporterpunkt. Gerne, aber ich komme erst, ehrlich gesagt. Ich gehe nicht. Willkommen in New Vegas. Dass die Security, dass sie einen konfliktlosen Aufenthalt haben. Dass die Securitrons immer noch ganz normal funktionieren ohne Haus. Angriff auf Ziel läuft. Warte mal. Was? Dass die beiden hier wieder drinstehen und... Ich habe mich schon gewundert und jetzt sagen die auch noch, Angriff läuft, aber es greift keiner an. Ha, das ist komisch. Hallo Hund. Naja, Idi, gib mir mal Stuff. Ah, jetzt muss ich noch mal kurz was überprüfen. Moment. Nee. Wo hab ich denn... Aha, Tesla. Die Tesla-Power-Rüstung. Boon, wenn du schon den Helm trägst. Soll mir recht sein. Willst du nicht gleich eine richtige Power-Rüstung anhaben? Hier. Ja, ich hab's mir gedacht, weil die Bruderschafts-Power-Rüstung will er nicht anhaben, weil die eben zu einer Fraktion gehört. Aber die Tesla-Rüstung ist quasi neutral. Ich gebe ihm jetzt mal auch noch den Helm der Versprengten und den Tesla-Helm der Familie. Dann passt es vielleicht auch optisch besser. Soll mir recht sein. Ausgezeichnet. Dann siehst du jetzt echt gemein aus. Soll mir recht sein. Gut. Dann gib mir doch mal alles, was du nicht benutzt. Und das ist sowieso alles. Brett der ersten Aufklärung darf er mal behalten. Ach, willst du nicht den Tesla-Helm aufsetzen? Ja, komm. Denn... Aber ehrlich gesagt wundert es mich, dass die Glühbirnen nicht mal die gleiche Farbe haben wie die anderen Glühbirnen. Aber gut. Idi, du hast auch ein paar Sachen zumindest? Nein. So, dann gehen wir mal aufräumen. Hallo, Lilly. Hallili. Waffentruhe Nummer 1. Ich glaube, dass Sprengstoff hier auch reingehört, oder? Nein, ich glaube nur, eigentlich nicht. Eigentlich gehört Sprengstoff in die andere Kiste. Als ob es nicht wurscht wäre, aber trotzdem. Wenn schon, denn schon. Sind hier 10mm Pistolen drin? Ja, da brauche ich mal 2 oder so. Damit wir unsere Verwitterte reparieren können, weil das ist gerade so ziemlich das Einzige, für das wir wirklich... da muss ich jetzt echt aufpassen. Ich kann das Barett der ersten Aufklärung benutzen, um den Power-Rüstungshelm hier zu reparieren. Seltsam, oder? Ach so, ich habe hier einen T-45 und einen T-51. Das wusste ich gar nicht. Cool. Okay, was?
So, weg. Einräumen. Nein, genau, ich wollte ja eigentlich... Ich wollte eigentlich die verwitterte 10mm Pistole reparieren. So, sehr schön. Okay. Jetzt kann ich aufräumen. Gatling Laser, Gaussgewehr. Mensch, was wir hier für Waffen haben. Aber der Schaden pro Sekunde ist gar nicht so krass. Sind auch sehr kaputt, die Dinger. Wenn die repariert sind, dann hauen die wahrscheinlich ganz anders rein. Aber gut. Gaussgewehr packe ich, ist eigentlich technisch gesehen eine Energiewaffe, aber schießt mit Mikrofusionszellen. Also es ist doch eine Energiewaffe eher. Aber eigentlich ist ja Gauss schon eher... Ist nicht ein Gaussgewehr so ein Elektromagnetengewehr und technisch gesehen dann eigentlich eher... ein Projektil, eine Projektilwaffe und keine aus? Energiewaffe? Naja. Whatever. Okay, das hätten wir. Jetzt packen wir noch ein paar Powerrüstungen weg und dann sind wir eh schon wieder leicht wie eine Feder. Helm, Helm, Helm. Aha, genau. Wenn man so lange überladen war, so lange waren wir jetzt gar nicht überladen, aber doch, wenn man so lange überladen ist, Moment, hat die Brille nicht irgendwie einen Wahrnehmungsbonus und wenn ja, warum habe ich die nicht mehr auf? Oder ist die eh nur zum Spaß? Die ist nur zum Spaß. Die brauchen wir dann wirklich nicht. Wir haben ja eh unsere Atemschutzmaske, die wir... brauchen. Also, ich meine, unser Atemgerät. Ah, okay, warte mal. Wir sind müde. Wir könnten mal ein bisschen schlafen. Reichen 2 Stunden? Nein, würden mir auch nicht reichen. Dann haben wir nochmal 6 obendrauf. Das muss dann reichen. Sehr gut, jetzt sind wir natürlich dehydriert wie sonst noch was. Warte mal, haben wir hier nicht vielleicht irgendwie im Waschbecken das funktioniert? Im Klo zum Beispiel? Na also, dann trinken wir doch hier, bevor wir die Flaschen verbrauchen. Hey, das hilft auch noch richtig was. Cool. Hunger haben wir auch noch. Kein Problem. Essen wir ein Brahmin-Steak. Hätte ich mir wegen dem Stärkebonus auch aufheben können, aber ist schon okay. Was haben wir sonst noch zu essen? Eichhörnchen, ein Topf. Okay, fit wie sonst noch was. Warte mal. Ach, guck mal, hier ist das Enklave-Logo eingraviert, nur unter Kabel versteckt. Naja, cool. Jetzt muss ich mir auch wesentlich weniger Sorgen um Boon machen. Boon ist jetzt stark. Keine Munitionsstopfwerkbank hier drin. Ah. Keine Munitionsstopfwerkbank. Jetzt muss ich nochmal kurz unsere Waffen durchschauen. Ich habe zumindest noch ein paar Granaten, aber viele auch nicht mehr. Und einiges an 10mm Munition. Habe ich nicht noch 10mm Munition hier gelagert? Nein, habe anscheinend doch alles mitgenommen. Ich dachte, ich hätte hier vielleicht noch was. Na dann, hilft's eh nichts. Dann müssen wir so los. Wir finden schon was. Wir finden was vor Ort. Stimmt, Lilly. Auf dem Stuhl schwebende Lilly. Jetzt sind wir schon wieder dehydriert. Naja, gut, dass das jetzt passiert. Gut, dass das jetzt passiert. Trinken wir noch schnell was. So. Dann sind wir auf dem Weg. Tschüss, Leute. Tschüss, Gang. Tschüss, Familie. Bis später. Die machen mich schon ein bisschen nervös, dass die da stehen. Und dann sagen sie auch noch sowas wie Angriff auf das Ziel eingeleitet. Leiten aber dann zum Glück nichts ein. Vault 11. Na schön. Dann würde ich sagen, ist für heute leider Schluss, aber morgen ein schöner Cliffhanger. Morgen betreten wir dann Vault 11. Und ich kann mich nicht mehr an die einzelnen Vaults alle so genau erinnern, aber ich weiß noch, dass die New Vegas Vaults
alle sehr schön sind. Oder zumindest viele davon sehr schön sind. Ich bin gespannt, was wir in dieser Vault finden. Hier sind ein paar echt interessante dabei, mit coolen Geschichten und verrückten Gegnern teilweise und alles ganz anders. Also wenn ihr es noch nicht kennt oder ihr nicht mehr erinnern könnt oder es einfach nochmal erleben wollt, dann seid ihr wahrscheinlich genauso gespannt auf die nächste Folge wie ich. Danke fürs Zusehen und bis dann. Ciao.